So, moin moin und willkommen zurück hier bei Two Let's Do. Ich bin Alf Puschen und es geht weiter. Bankraub Teil 2. Betäubungsgaslieferung ging alle 2 Sekunden, alle 2 Stunden zu LSX. Fang eine ab und fange das BZ-Gas bei H2 ab. Einige Ausrüstungsteile für den Raubüberfall tauchen öfters in den Straßen der Stadt auf. Wenn du sie abfängst, startet die entsprechende Vorbereitungsmission. Ja, ich muss ja auch erstmal den Transporter holen. Eigentlich dachte ich, dass ich jetzt in dieser Mission hier hauptsächlich mich um den Transporter kümmern muss. Mal gucken, wo meine Route jetzt hingeht. Ich hatte den Transporter schon. Genau, da fahre ich jetzt erstmal hin. Zum Hafen. Ich zeige nochmal, wo es hingeht auf der Karte. Genau. Und zwar hier unten. Da muss ich hin. Da muss ich jetzt wohl so eine Art Transporter herbekommen. Hier ist noch ein HS. Keine Ahnung, was das ist. Das ist Rauch, auch Raubüberfallvorbereitung. Also, ich stecke mitten in den Vorbereitungen, hier eine Bank zu überfallen. In meinem letzten GTA-Let's Play, das auch wieder recht lange war, ging es, oder die Mission hieß Inspektion des Juweliers. Ganz genau, dort habe ich nämlich den Juwelier. Also wir rauben keine Bank aus, sorry. Es geht nicht, es ist doch kein Banküberfall. Was erzähle ich denn hier von wegen Banküberfall? Nein, wir rauben einen Juwelier aus und die letzte Mission hieß Inspektion des Juweliers. Vielleicht raube ich ja später irgendwann nochmal eine Bank aus, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal um einen Juwelier. So, noch über 3 Kilometer. Und ja, ich habe diesen rot-blau blinkenden Punkt jetzt erstmal ignoriert, weil ich will wirklich erstmal den Transporter von diesem Hafen oder was es da ist, abholen. Und ja, was mir an diesem Audi hier, diesen Audi A8, ich hier fahren, was mir hier aufgefallen ist, ich kann ihn so kaputt fahren, wie ich will. Jedes Mal, wenn ich das Spiel wieder neu starte und die Mission weiterspielen will, steht dieser Audi nagelneu, total repariert in meiner Einfahrt. Finde ich klasse. Huch, wieso muss ich denn hier jetzt umdrehen? Achso, ich habe die Abfahrt verpasst. Durchs lauter Sabbeln habe ich hier tatsächlich verpasst, wo ich hinfahren muss. So, hier noch nicht. Hier muss ich rechts, also, boah, da steht links, steht ein Flitzer, aber den brauche ich jetzt nicht. So, noch 2,7 Kilometer, da bin ich fast 500 Meter umsonst in eine Richtung gefahren. So, es ist nachts, keine Ahnung, wie spät das ist. Ich will jetzt auch nicht extra, doch, ich guck mal aufs, boah. So, es ist 1:02 Uhr nachts. Ja, so ist das, wenn man kurz aufs Handy guckt, passieren Unfälle. Und ja, lasst euch das gesagt sein, wenn ihr selbst am Autofahren seid, guckt nicht immer aufs Handy. So, jetzt geht's hier auf die Schnellstraße rauf. Jetzt muss ich hier nur gucken, dass ich die richtige Abfahrt irgendwie nehme. So, von Rechtsfahrgebot haben die hier in dieser Stadt wohl noch nie was gehört, wie das hier in Deutschland nochmal ist. Die fahren links und rechts gleich schnell, die Blöden, oh, jetzt fahre ich auf die Brücke hoch. Ja, und von dem V8 in dem Auto merkt man nicht viel. Geht bergauf ziemlich lahmarschig voran und da kam hier so ein ganz schön voll auf der Brücke. So, aber ich bin einigermaßen gut durchgekommen. Die Fahrkünste haben sich dadurch nicht verbessert. Ich glaube, die Fahrkünste, also meine Eigenschaften, die Fahrkünste verbessern sich nur, wenn ich Höchstgeschwindigkeit fahre. Tja. Gucken wir nochmal auf meine. Geht jetzt nicht. Achso, das Handy kann auch wieder weg. So. Jetzt bin ich hier in diesem kuriosen Hafen. Und jetzt muss ich noch die Stelle finden, wo ich hier den Transporter abholen kann. Ist das hier? Kann ich hier reinfahren? Hey, das Privatgelände, bitte fahren Sie weiter. Ja, ich ignoriere den blöden Typen einfach mal und klaue mir einfach mal. Hey, Sie dürfen das nicht! Stopp! Fahr einfach! Ruf die Bullen, er klaut hier! So, gehen die Türen zu. Ja, bin ich gut genug. So. Och, jetzt habe ich auch noch 2 Sterne. Hänge die Bullen ab. Wie soll ich denn mit dem Auto hier die Bullen abhängen?
So, das heißt, ich muss ein Versteck finden. Oh Gott, das Ding hat ein... Oh, auf die Brücke. Ich glaube, das ist ein mächtig großer Fehler, den ich hier mache. Auf diese Brücke raufzufahren. Oh Gott, Mann, der hält ja gleich an, so viel wenig Leistung hat er. Auch eine schöne Brücke hier. Schön mit den Lichtern, schön zu sehen. So, und da kommen schon die Bullen entgegen. So, da blinkt vorne wieder was. Eine auf der Gegenfahrbahn und eine auf meiner. Oh, oh. So, das war ganz clever gemacht. So, jetzt habe ich zwei oder drei Fahrzeuge hinter mir. Und ich habe immer noch keine Idee, wie ich die jetzt abhängen soll. Ich muss auf jeden Fall von dieser Schnellstraße runter. Und da wäre eine Abfahrt gewesen. Boah, du Vollpfosten! Hält er einfach an. Die wollen sich vor mich setzen. So, ich fahre hier einfach mal in den Gegenverkehr. Da wäre ein Taxi. So, da kommt von vorne einer. Dann fahre ich mal rechts. Dann fahre ich hier. Nee, ich muss erstmal... Mensch, hätte ich mir doch bloß so ein Parkhaus mal markiert, wo ich jetzt hinfahren könnte. Ich darf auch den Lieferwagen nicht ganz zu Schrott fahren. So, ich fahre hier einfach mal. Und hier jetzt links. Scheiße, schaffe ich nicht. Ich glaube, da hätte ich die Bullen ganz gut abgehängt. So, ich fahre jetzt hier rechts. Ja, so ein Parkhaus wäre ideal, wäre wirklich optimal. So ein, ist das für ein Parkhaus? Nein, es ist nur eine Garage. So, ich hatte einen guten Vorsprung, denn er ist jetzt wieder weg. Wie gesagt, ein Parkhaus wäre richtig genial. Aber so ein Parkhaus findet man ja auch nicht an jeder Ecke. Oh Mann! Doch keine Power. Jetzt schießen die auf mich hier. Also ich, das läuft gerade gar nicht gut. So, jetzt fahre ich nochmal geradeaus hier rüber. Ich brauche irgendeine Seitenstraße, wo ich mich rein verpieseln kann. Ich hoffe mal, dass die mich jetzt nicht sehen. Ich stehe jetzt also ziemlich bescheuert. Schade, ich dachte, ich kann da reinfahren. Aber ich glaube, ich werde entdeckt. Das wäre zu einfach. So, einfach ein bisschen abwarten. Ha, ich habe es doch geschafft. Sie suchen mich nicht mehr nach mir, ja. Hänge die Bullen ab, das habe ich geschafft. Jetzt muss ich hier noch irgendwie wieder heil rauskommen. Das geht auch. Musik aus. Ich weiß gar nicht, wieso die an war. So. Och, ich hätte mich auch hier einfach hinstellen können. Das wäre ja so einfach gewesen. Na gut. Und hier komme ich nicht wieder raus. Ja, das ist ja mal ganz clever. So, einfach mal umdrehen. Also hier hätte ich mich prima verstecken können. Da unterm Carport eben. Naja, wenn ich das nächste Mal ein Parkhaus finde, werde ich es mir auf der Karte markieren. Ich glaube, das kann man ja irgendwie, besondere Punkte auf der Karte markieren. Und da kommt er da hoch. Also wenn nicht, das wäre ja ganz traurig. So, das sind jetzt 1,8 Kilometer. Wo soll ich hin? Keine Ahnung. Hier ist noch eine Tankstelle, die könnte man ausrauben. Müsste man sich auch irgendwann mal markieren und alle mit dem Hubschrauber abfliegen und ausrauben. Oh, jetzt bin ich wieder falsch abgebogen. Naja, das heißt dann, nächste rechts. Und schon wird mir wieder eine neue Linie angezeigt. So, bringen wir den Transporter erstmal weg. Das dauert mit dem Schleichobjekt hier zwar ein bisschen länger als mit einem vernünftigen Fahrzeug, aber die Zeit habe ich ja. Das wäre dann der zweite Teilabschnitt der Mission. Mal gucken,
gut mir das gelingt, hier die Mission zu Ende zu bringen. Ihr habt ja geschrieben, ich soll mal die ein oder andere Mission machen. Freestyle werde ich natürlich, Freestyle GTA spielen werde ich natürlich auch irgendwann mal wieder. Ich habe da schon eine Idee, was ich machen kann. Und zwar mein gesamtes Geld. Vielleicht klappt es ja, nachdem ich diesen Juwelier ausgeraubt habe, mit dem gesamten Geld einfach mal Waffen kaufen und rumballern. Ja, hätte ich Lust zu. Mal gucken, vielleicht kriegt man die Polizei auf 5 Sterne oder so. So, jetzt muss ich gleich links. Hier kenne ich mich so ein bisschen. Oh, Motorradfahrer. Also das Ding hat einen Wendekreis. Das ist ja der Wahnsinn. Kann auch sein, dass ich schon zu kaputt gefahren habe, diesen Transporter. So, jetzt fahre ich hier rein. Jetzt muss ich hier links runter. So, hier soll ich den wohl hinstellen. So, erstmal angekommen. Bestanden! Bugstars, Bugstars, Ausrüstung. Heimtückische Plage. Was ist das denn? Ich habe nur mit Bronze mit 50% abgeschlossen. Das ist nicht so toll. Aber ich habe abgeschlossen. Und ja, ich werde jetzt nochmal weiterspielen. Waren ja nur 11 Minuten. So, das heißt, ich werde jetzt... Achso, jetzt rufe ich erstmal Lester an. Hey Lester, we got a pest control van. Warum nur noch das Betäubungsgas? Ich kümmere mich drum. So, das heißt, ich muss jetzt Betäubungsgas holen. Das heißt, ich fahre zum nächsten H. Erstmal auf die Karte. Oh, das ist ja auch gar nicht so weit entfernt hier, da. Vorbereitung, hier müsste ich das Gas herbekommen. Da fahre ich jetzt mal hin. Jetzt muss ich mir dafür erstmal ein Auto organisieren. Mein Auto steht hier nicht zufällig rum. So, ich könnte auch laufen. Fit bin ich ja. Ich habe ja durch die Marathonläufe habe ich ja meine Kondition, meine Ausdauer auf ja 100% geradezu gebracht. So, irgendein Auto. Guck mal, da kommt schon einer mit gelben Lichtern. Was ist das? Ein alter Challenger oder sowas? Keine Ahnung. Come on, lady. Ah, immer diese Scheißmusik. Schade, dass man das nicht komplett abschalten kann. Man muss es ja mit jedem Fahrzeug neu abschalten. Aber naja, gut. So, dann fahren wir mal das Gas holen. Oh, da ist ja richtig flott hier. Oh, das hat geklappt. So. Dann hier links. So, und jetzt muss ich gleich... Oh, hier ist wieder eine Tankstelle. Jetzt muss ich hier auf die Tankstelle. Ist das hier ein Bulle oder was? So, wo muss ich denn jetzt hin? Bewegt sich das Haar oder was? Hier gerade passiert? Habt ihr das gesehen? Bewegt er sich oder was? So, ich... Ah, Raubüberfall, Vorbereitung. Oder hat sich da die Position gewechselt? Alle aus dem Weg. Keine Ahnung, mal gucken. Vielleicht lag das auch daran, dass der Bulle da war. Hä? Schon wieder weg? Ach so, ich muss jetzt diesen Humane-Transporter klauen. Also ein bewegliches Ziel. Und wieder... Oh, der schießt! Sauerei! So, hänge die Bullen ab. Das mit dem Auto. Also wenn das mal nicht eine Herausforderung ist... nicht. So, das sind Eisenbahnschienen. So, ich muss mich jetzt irgendwo, und zwar fahre ich mal hier rein. Ich bin ja noch nicht im Radar der Polizei, deswegen kann ich das ja mal versuchen. Ach, das hat schon gereicht. Liefer den Transporter bei der Textilfabrik ab. Ja, nichts leichter als das. Fahren wir also zur Textilfabrik. So, und der schießt ja immer noch auf mich. Aber den werde ich ignorieren. Ich werde einfach wegfahren. Ich
könnte natürlich zurückfeuern. So, und hier ist ein Polizeifahrzeug, aber die suchen mich ja nicht mehr. Okay. Der hat es ziemlich eilig. Ich werde einfach mal die Polizei hier überholen bei roter Ampel. Gucken, ob was passiert. Das interessiert die überhaupt nicht. Na gut, soll mich nicht weiter stören. So, hier geht's jetzt links. Der Radio ist aus. Was ist denn das für eine Musik oder höre nur ich die? Ah, hier schön mit Blendenfleck, ja. So, mal gucken, ob der die Brücke hochkommt. Das wird ja auch nochmal interessant jetzt. Mit ein bisschen Schwung schafft er das vielleicht. Ja, gerade eben. So, wieder eine Teilmission gleich erfolgreich erledigt. Piss dich. You fucking idiot! Haut alle ab. So, den Transporter stelle ich wahrscheinlich zum anderen, falls der andere noch da ist. Nee, den hat er woanders hingestellt, aber ich stelle den auch hier ab. Und dann rufe ich Lester an. Hey, Les, ich hab das Schlafgas. Dann haben wir alles, was wir brauchen. Ich sag allen Bescheid, dass es losgeht. Ja, und jetzt warten wir. Warte ich. Wo mache ich hin? Keine Ahnung. Oh. Darnell Brothers. Nun wir alle wissen, es gibt den einen Laden auszuräumen. Der Plan ist simpel und elegant. Hören wir was, wenn wir seine Infos genau beherzigen, werden wir alle dran verdienen. Wenn wir es mal vermasseln, wisst ihr, was Sache ist. Es gab keine Ahnung, wir haben. Ihr seid zufällig in irgendwo reingeschaut, alle. Ja, läuft hier am Schnürchen, das Alarmsystem ist einfach, wenn ich nicht den Ablauf koordinieren müsste, könnte ich es gleich selbst ausschalten, aber da müsst uns ein brauchbares... Ja, wie gesagt, mitlesen müsst ihr selbst. Es geht mir teilweise immer ein bisschen schnell, wenn alles deponieren wir im Luftschacht auf dem Dach. Alle schlafen ein, läuft alles problemlos, können uns Zeit lassen. Wenn es Probleme gibt, handeln wir schnell und wenden Gewalt an. Irgendwelche Fragen? Questions? Nein, also dann. Let's go. Start. So, jetzt bin ich gespannt. Frank! LKW-Motorräder. So, ich denke mal, wir gehen jetzt auf... Ich steige in den Wagen, genau. Ich steige in den Wagen. So, in den blauen würde ich sagen. Nee. Ich steige in den hier. Denke ich mal, sonst hätte er ja Lieferwagen gesagt, ne? Fahrer fährt, steigt ein. Ich warte auf dich, Junge. Begib dich zum Juwelier. Na, das fängt ja gut an. Mache ich hier gleich Metallschrott. Gut, alles klar. I got it. Because you use too much gas on these guys, you'll kill them. Well, shit, don't blame me the way these canisters is mixed. Just be careful. So, 1,7 Kilometer yeah, okay. Bis zum Juwelier. Listen, I stuck my neck out for you here. Man, you don't need to tell me that shit again. I got faith in you, F, but you're unproven. Dicken Karren vorbei, bloß kein Aufsehen erregen. So I'd improve myself when I jumped off the back of that yacht on the highway. Hier stehen da zwei Bullenfahrzeuge, ist ja der Wahnsinn. These guys don't know you. Vielleicht kann man ja aus dem Polizeirevier irgendwie mal aufmischen, das wäre auch cool. Oder so wie in Terminator 1, reingehen, sagen, ich komme wieder. Und dann im Auto reinheizen. Ja, aber ich habe ja auch noch... Oder kommt einer entgegen? Ne, da steht einer. Achso, weil er am Büro ist. Logisch. Es gibt ja hier einen Militärstützpunkt bei GTA 5, den würde ich ja auch gerne nochmal besuchen, beziehungsweise einmal war ich drauf, aber ich wurde sofort beseitigt, also sofort in einen Panzer erschossen. Da hat man keine Chance. Vielleicht gibt es ja noch eine Mission, wo ich mich dann da... Je öfter du Crewmitglieder einsetzt, desto besser werden alle werden ihre Fähigkeiten, ihr Anteil erhöht sich dadurch nicht. Aha. So, so die wichtigen Sachen, die oben links stehen, die sollte man schon immer mal lesen. Und
Genau, hier lang. So. 200 Meter bis zum Juwelier. Alright, this is it up there. There's a way through the site up to the roof. Man, we went over this. So, I'm jetzt cool. Hier. You nearly killed me. So, da bin ich. Alright, when the gas is in the ventilation system, give in us Ordnung, the word. In Ordnung, alles klar. For sure, man. I got it. Begib dich aufs Dach. Ach, jetzt spiele ich Franklin oder was? Aha. So, hier war denn jetzt gerade ein kleiner Schnitt. Ich laufe jetzt wieder mit Franklin die Treppe hoch. Ich habe ein wenig gebraucht, um rauszufinden, wo tatsächlich ich hier jetzt die Gasbomben hinwerfen muss. Das werde ich euch jetzt auch zeigen. Ich habe mich da in der Tat wirklich ein bisschen blöd angestellt beim ersten Mal. Und aber jetzt habe ich da jetzt habe ich dann doch gesehen, wo die Stinkbomben hin müssen. Das werde ich euch natürlich auch gleich zeigen. Ich hoffe mal, ich kann hier jetzt alles richtig machen. Hey, bin ich rüber gesprungen. Und ruf da. Almost there. We're in position, waiting on your signal. So, ich muss erstmal zum gelben Punkt. Von da aus kann ich dann... So, jetzt muss ich hier hoch. Hier hoch. Hier hoch. Jetzt muss ich hier die Bombe auswählen, da. In den Lüftungsschacht. Da muss er hin. Mal gucken, ob ich das jetzt schaffe. Shit, I overcooked. Not yet. There you go. That was it. They going out. So, ich glaube, die sitzen alle. Ich schmeiß da mal alles rein, was ich hab. Oh. So, das ist der Juwelier und da kommt auch schon das Gas. Sehr schön. Ich hätte den doch gesagt. Das geht davor. Und alle kippen sie schön um. Ja. Also mit Franklin habe ich da jetzt auch. Auffälliger geht's gar nicht von draußen. Und jetzt. Komm schon. I've been able to get you around a minute and a half before the alarm will reset itself. 90 seconds. All right, that's why we pay you what we do. Hey, we got more. Kommt, Leute, helft mir. Let's do it. 120 remaining. Who's in this joint? A minute left. Nein, 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 nein. I'm on it, Holmes. Den auch noch. Den auch noch. Hey, we hit our target. Let's see how high. Oh, guck mal, wie viel Geld ich hab. Das ist ja der Wahnsinn. Keep moving. This better not be paced. Let's go, let's go. So, die letzte. Und raus hier. Ich hab's tatsächlich geschafft. Das war's, der Laden ist geplündert. Los, hauen wir ab. So, raus hier. So, for the last time. Move it. Now get the fuck out my face. Oh. Oh. You forget a thousand things every day, pal. Make sure also. It's one of them. I'll see you at the river. Am Fluss. Go. Let's go. Come on. Stay on me. Across here. Let's go. You piece of filth. Hard left here. Going under the big road. Force it drive. Let's go. So muss ich meinen anderen beiden jetzt folgen? Denke ich mal, ne? Also immerhin fahre ich jetzt mit Franklin, das ist schon mal ganz gut hier. Kann ich diese Slow-Mos machen. Ja, sehr schön. Oh Gott, sind die da etwa auch runter, die Verrückten? Wo sind sie denn? Scheiße. Fuck. Nein! Mission fehlgeschlagen. Okay, ich muss also unbedingt auf einer Crew dranbleiben.
So, auf geht's. Zeit zu verschwinden. Ich muss unbedingt an meinen beiden Leuten, Jungs, hier dranbleiben. Scharf links. So, also ich bin hier gerade hoch konzentriert. Also clever ist es ja auf jeden Fall schon mal mit Motorrädern zu fahren. Ah. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Put your headlights on, it's dark in here. Wow. Wo sind sie? Wahrscheinlich hier. Och, da sind sie. Ein Glück. So, das wird, soll irgendwie ein neuer U-Bahn-Tunnel werden. Ach, da sind sie schon wieder. Ein Glück. So, also wenn man hier nicht dran, wenn ich jetzt nicht dran geblieben wäre, dann wären sie, glaube ich, weg. So, bloß keinen Unfall machen. Yeah, ich meine jetzt. Lieber einmal mehr vom Gas gehen hier. Oh, 4 Sterne verfolgen uns. Gott, wo sind sie? Gas. Licht am Ende des Tunnels. Oh, und Polizisten. Don't worry, I got you. Drücke B. Hang in there, boys. I got bull bars on the truck. I'll make short work of these cops. So, ich soll jetzt die Cops ausschalten. Wie soll ich das machen? More heat, guys! Watch out! Another cop car, keep going! I can charge more for getting involved in police chases! So, wie soll ich das machen? No cops in the area. I think we got a chance. Nein! All right, we're clear of the cops for right now. Das war knapp. Let's stop at the end of the river and we'll get the bikes into the truck. So, puh. Also, das war ja schon mal eine richtig aufregende Mission hier. So, was passiert jetzt? Komm schon, steig ein. So. Die 3 Motorräder, alle rein. Lester wartet bei der Garage. Begib dich zur Garage. 685 Meter. Crewmitglieder sammeln Erfahrung mit dem Raubüberfall, an dem sie teilnehmen. Abgeschlossene Fähigkeiten... abgeschlossene Expeditionen oder so verbessern ihre Fähigkeiten. Gut. Auch hier ist eine schöne, enge Straße. Oh, fuck, man. I thought I was gonna be stuck to that body. Yeah, I thought you were gonna be stuck under a cop car. So, wie komme ich denn hier raus, verdammt? Ah, hier. We did not just get away with that shit, did we? You know what? Lalala. So, Mann. Oh yeah, we did it, baby. We. Ich glaube nicht, dass die Mission hier schon geschafft und zu Ende ist. All in a day's work, homie. Woo! I might just be able to send my kids to college. I won't say it went off without a hitch, but it went off. You hit me! Call your gym guy, Lesty Baby, cause we got merchandise! Okay, also ich, bin ich ja doch verkehrt jetzt irgendwie.
Ich glaube, hier muss ich rein. Sieht schon mal besser aus. Ah, ja. So. Okay, Leute. We need to split up. They're gonna be looking for a crew. I'll wire your cuts when the rocks have been sold. That shit was crazy, dog. So what now? We get out of here. Wir verschwinden. Haltet die Köpfe. Oh nee, das war gute Arbeit, Junge. What I tell you, Lester, huh? Okay, macht alle mal Pause. Hey, Franklin. Pass auf, Lester und ich müssen uns um einiges kümmern. Ich will, dass du später bei mir vorbeikommst. Dann feiern wir. In Ordnung, okay. Mann, wir sind wieder da. Erfolg freigeschaltet. Hart wie Diamant. Ja, sehr schön. Was passiert jetzt? Raubüberfall ausgeführt. 84%. Tja. Wie viel bleibt mir? Crewanteile 1 Million. Jetzt bin ich ja gespannt, wie viel Money ich habe hier. Vanilla Unicorn. Sowas passiert hier. Es ist mir egal, ob du jetzt Geld hast. Kapierst du das nicht? Das ist es nicht, was ich gesucht habe. Ja, es ist so ein bisschen wie in Ocean's 11 gerade, ne? Ein paar Jungs, die jetzt auf einmal Geld haben. Wirst mich gar nicht wiedererkennen. So, und hier, Franklin ist im Stripclub. So, wir treffen uns bei mir. Du hast das Geld bald auf deinem Konto, aber Lester muss es waschen. So. Naja, ich gehe ja schon wieder. Ich will hier raus. Wo ist denn hier der Ausgang? Alter, Mensch, lass mich doch raus! Ich will doch einfach nur nach draußen! Ah, da geht man mal in die falsche Tür und dann sowas. So, lande ich jetzt wieder im Stripclub oder komme ich wenigstens aus dem Krankenhaus raus? Werden wir sehen. Bin laden. Krankenhaus, sehr schön, so. Und ich muss jetzt zu M. Zu Michael. Oh, schönes Auto. Schade. Nee, der hält noch. Den krieg ich. Ey, das ist auch genau der, den Franklin eigentlich sonst hat hier, ne? So. Ich würde hier erstmal sagen, so. Ne? Das war die Mission. Ah, ne, hier. Kann ich ja nochmal zu... zum großen F. Ich fahre jetzt erstmal zum großen F. Mal gucken, was dann passiert. So, das Arschloch einmal umfahren. Damit er nicht sofort die Polizei ruft. Jetzt tut es wahrscheinlich ein anderer. Oh, hier wie ein Wilder. Und da steht noch mein roter Mustang drin. Habe ich euch den schon gezeigt? Wahrscheinlich nicht. So, ich hatte jetzt vergessen, die Musik auszumachen. Ich hoffe, das macht nichts. So, ich werde jetzt hier erstmal abspeichern. Werde mich hinhauen, den Spielstand speichern. Und dann geht's hier wahrscheinlich beim nächsten GTA 5 Let's Play weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir in die Kommentare wie immer. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.